Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Deutschen Mitte. Die abgelaufene Woche hat wieder Erhebliches mit sich gebracht. Das Neueste vorneweg, das jetzt gerade einige Minuten alt ist. Die USA denken darüber nach, schwere Waffen, das heißt weitreichende Waffen, größere Kaliber, aber auch Luftabwehrwaffen, an die Milizen in Syrien liefern zu lassen. Die CIA denkt darüber nach. Was bedeutet das? Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schreiben das ganz korrekt. Das bedeutet, dass man jetzt ganz offen zugibt, dass die CIA den Krieg in Syrien gegen die legitime Regierung in Damaskus organisiert. Die Türken sollen eingespannt werden dafür, wegen der Belieferung, auch Katar und Saudi-Arabien. Alles ist ganz offen im Gespräch. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Was bedeutet das aber? Das bedeutet ganz eindeutig, dass die Kriegsgefahr weltweit steigt. Denn hier geht es nun um eine Konfrontation mit den USA. Gerade haben sie beschlossen, 600 weitere Soldaten in den Irak zu schicken. Iran und Russland werden sich nicht davon abbringen lassen, die legitime Regierung in Syrien, ob wir sie mögen oder nicht, das ist vollkommen unerheblich, weiterhin zu unterstützen, egal welche Waffen die USA dorthin schaffen lassen. Oder sagen wir lieber Washington, denn der normale Amerikaner ahnt nichts von der kriminellen Politik in seiner Hauptstadt. Und das bedeutet, länger weggucken, länger sich nicht kümmern, geht einfach immer schlechter. Denn der Krieg rückt unaufhaltsam auf uns zu. So auch der notwendig damit zusammenhängende Crash. Denn Kriege werden ja nur dann befeuert von den einflussreichen Kreisen weltweit, wenn sie irgendwie zu verlieren drohen. Und dieser Crash, den kann man wunderbar ablesen, wie der auf uns zurückt, in der fortgesetzten Unfähigkeit der amerikanischen Fed, die Zinsen, die Leitzinsen zu erhöhen. Das geht einfach nicht. Es wird uferlos Geld in den Markt gepumpt. Und wie gesagt, bevor die Pumpe losging, schon vor 2 Jahren gab es 10-mal so viel Geld auf der Welt wie Waren. Das heißt, es wird noch perverser, obwohl das eigentlich gar nicht geht, theoretisch. Praktisch ist das offenbar möglich. Man zögert das einfach hinaus und tut gar nichts. Aber man hat etwas gemacht. Man hat Herrn Draghi, den EZB-Chef, nach Berlin eingeflogen und er durfte die Bundestagsabgeordneten sehen. Wie außerordentlich erfreulich. Vor allen Dingen deshalb, weil die einzige Abgeordnete, Frau Dr. Wagenknecht, die es wagt, das Wort Finanzmafia in den Mund zu nehmen, natürlich nicht an ihn herankam, um ihn vor laufender Kamera wirksam zu befragen. Denn Journalisten leisten das ja sowieso nicht, zumal nicht aus den großen Medien, die an ihn herankommen könnten. So ist das System. Traurig, traurig. Und es geht auch dort immer weiter bergab. Rechtzeitig im aufblühenden Handelskrieg zwischen Washington und Deutschland, will ich mal sagen. Das bedeutet, dass jetzt also die Deutsche Bank bedroht wird mit einer Milliardenzahlung. VW weiß noch gar nicht, ob es nun 20 oder 30 Milliarden werden, die man zahlen sollte. Im Gegenzug hat die EU ja Apple bedroht mit 14 Milliarden Euro Steuernachzahlung. Irland hat sich gerade, dort sitzt Apple, ganz schnell beeilt zu sagen, sie wollten dieses Steuergeld gar nicht haben. Man hat zwar verschwindend geringe Steuern vereinbart, es nennt sich dann ein Steuerwettkampf, ja? Steuerkonkurrenz innerhalb der Europäischen Union, aber man möchte eben auf gar keinen Fall, selbst wenn die Europäische Union nun fände, dieses sei illegal, und es ist illegal, dass Apple in irgendeiner Form Geld zahlen müsste. So komisch sind unsere Regierungen. 14 Milliarden Euro, da lassen wir doch lieber, wie soll man sagen, ein paar sinnlose, arbeitslose, überflüssig wie sie sind, einfach viel schlechter leben und am Leben auch verzweifeln, wenn nötig, als von einer so wundervollen Firma wie Apple auch nur einen Cent mehr zu nehmen, als wir brauchen, um mit ihnen freundlich zu bleiben. Denn hinterher könnte es ja noch Jobs da geben für einige aus der Regierung oder wohl dotierte Vorträge, nicht wahr? So läuft das doch. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für einige Eintritte in die Partei Deutsche Mitte in den letzten Tagen nach meinen Aufrufen. Ich will Ihnen auch nicht verhehlen, wie viele das waren. Von den 20.000 Zuhörern waren das genau 20. Ein Tausendstel, ein Promille engagiert sich, wenn man aufruft. Und der Rest macht einfach weiter und die Aufrufe verhallen. Ich habe in den nächsten Wochen sehr interessante Termine mit schwer reichen Menschen, die in Deutschland hochwichtige geschäftliche Interessen haben.
Diese schwerreichen Menschen werden einen guten Teil ihres Vermögens los, wenn das Wahrheit wird, was wir alle befürchten. Und ich hoffe natürlich, dass ich ständig Unrecht habe, aber leider zeigen die letzten 15 Jahre, ich habe Recht. Und das bedeutet, es geht nicht nur darum, das ist die wichtigste Botschaft eigentlich, dass man ja für Hartz-IV-Empfänger gar nicht vorgesorgt hat bei seinem Aufruf, man möge sich für 14 Tage proviantieren, weil man gar nicht weiß, was passiert. Mittelständische Unternehmen gelangen in 14 Tagen sehr leicht an den Rand, wenn alles zusammenbricht. Aber auch große, die nichts zu sagen haben, weil sie nur einstellige Milliardäre sind, könnten erheblich leiden. Und das heißt, eigentlich gibt es gar keine Trennung zwischen uns, arm und ziemlich wohlhabend, sondern wir alle werden bedroht von einer klitzekleinen Clique von Oligarchen und deren Helfershelfer in den korrupten Regierungen. Und das sollten wir uns merken. Ganz schnell und ganz schnell handeln. Sonst wird es nicht gut weitergehen, das ist sicher. Alles Gute, wo immer Sie sind.